You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiammi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Furorkrieger unterwegs in der Kriegshymnen Schlucht. Und dann schauen wir uns ganz kurz die Talente an. Haben wir ja einmal meine normalen Talente mit der Execute Range. Und dann haben wir hier zusätzlich noch meine. Ja, das sind die normalen Talente. Blödsinn, das hier sind die PvP-Talente. Verwirrt, egal. Wir starten hier direkt durch und schauen wir mal. Ich glaube fast, die wollen uns zergen, oder? Nur ein Teil davon, ein Teil irgendwie auch nett. Sind sich nicht so ganz einig, was sie überhaupt vorhaben. Der erste springt hier hinten durch die Gegend, wie ein Wahnsinniger. Deswegen bursten wir den hier direkt um. Da kommt auch schon der Gesu mit ins Spiel. Der sollte aber eigentlich noch sterben. Ah, so close. So verdammt knapp, so verdammt knapp. Können wir hier nochmal kicken? Ist immer noch ein bisschen hier. Hier haben wir mal seine CDs. Nein. Ah, das war's auch schon. Das war unser Versuch, den zu killen hier gerade. Ich könnte mich heilen. Wobei wir können ehrlich gesagt mal den anderen DD hier oben killen. In der Zwischenzeit sind wenigstens alle anderen gestorben gefühlt. Außer dem Schaman. Der Schaman hat sich nur selber gehen. Also hat er wirklich nur überlebt, weil er halt ein Gesu noch mittendrin gefuttert hat. Sonst hätte er sich nicht... Ich frag nicht, was dieser Lieb war. Den hat keiner gesehen. Psst. Stunnen wir ihn nochmal. Dann können wir ihn nochmal ausrasten. Eventuell können wir ihn killen dieses Mal. Execute. Nein. Da kommt der Paladin und healt ihn nämlich. Da hat er nämlich Sacrifice und alles drauf. Deswegen können wir da nicht wirklich gerade viel machen. Wir slowen hier alles weg, dass es geht. Und dann können wir hier eventuell ein bisschen Schaden machen. Den können wir einmal kurz kicken. Ein Stun-Totem, das ist aber außer der Reichweite von mir. Schauen, dass wir hier alles im Slow halten. Ich würde gerne den Pali killen, aber ich komme gerade nicht ran. Schauen wir mal. Und wir warten und wir warten. Jetzt können wir mal ran. Können wir den nochmal kicken. Ich habe gleich Burst ready, deswegen bin ich gerade noch nicht stun. Das ist ein bisschen zu früh. Außerdem hat er noch Bubble ready. Das ist sehr, sehr gut. Das ist gerade sehr, sehr gut. Wenn er rauskommt, ist er tot. Der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Jetzt können wir ausrasten komplett auf ihm. Insigne hat er auch noch. Jetzt muss er irgendwas benutzen, aber macht er nicht. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt zur Flagge und meine Rocket Boots schlagen fehl. Nein, ich sterbe einfach. Das ist so bitter gerade. Was? Das war so traurig gerade, Alter. What the fuck war diese Rocket Boot Fail mit Cooldowns? Sagen wir, verstärken die Cooldowns von mir? Also Avatar, verstärkt er zusätzlich da den Schaden, den ich mir selber zufüge durch die Ding? Seit wann killt mich das? Ich dachte, das macht genau 70% Schaden. Ich hatte doch mehr als 70% HP und keine Debuffs. Egal, jetzt ist auf jeden Fall wieder der Heiler mit drinnen. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht. Aber wir haben Berserker-Buff und wir haben gleich alle Cooldowns wieder ready, außer Avatar. Außer die gehen mich hier jetzt zergen und die spielen auf dem Dach. Das heißt, wir müssen so oder so durch den Tunnel rein und hoffe nicht, dass ich hier komplett zugedottet werde. Deswegen machen wir einfach mal Reflex an und springen hier, springen hier unseren Weg ein bisschen nach oben. So, einer hängt schon drauf auf ihn. Der Magier ist schon so gut wie bei ihm. Ich glaube, die sind alle schon oben. Der hat schon 5 Debuffs. Das Problem ist, dass der Paladin sicher noch Sack ready hat, also seine Hand der Aufopferung. Und das überträgt halt den Schaden auf ihn zu 100%, wenn er das Talent spielt. Deswegen schauen wir einfach mal, ob wir den Paladin vielleicht killen können. Wobei, ich meine, der hat so viele Debuffs. Ich glaube, ich gehe einfach all in. Führen wir hier nochmal nach. Und dann usen wir hier mal alles. Der hat direkt seinen Wall drinnen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Der Paladin versucht hier... ich schaffe meinen Sprung wieder hier nicht rüber. Paladin hat seine Immunität drinnen, dass er gerade durchcasten kann. Das war bad. Das war bad von mir. Ich kann aber nochmal stunnen. Wir können ihn eventuell killen jetzt. Ballern wir mal slow raus. Können wir Avatar hier anmachen. Dann können wir den hier kurz kicken. Damit er hier keinen Cast rausballert. Und sollte unser sein. Wunderbar, jetzt muss er nur noch abgeben. Nein, er stirbt auch. Schafft das? Nicht mal annähernd knapp, Alter. Er war gerade irgendwie auf fucking 3% HP. Dann hat er, glaube ich, nochmal irgendwie einen Heal bekommen oder er hat irgendwie einen Cooldown benutzt. Das war nicht mal annähernd knapp. Ich glaube, er hat IBF benutzt. Wie heißt das zu Deutsch überhaupt? Ach, eisige Gegenwehr. Damit kann er sich halt nochmal nach oben healen. Also ich schätze mal stark, dass er es benutzt hat, weil sonst... Außerdem vielleicht Paladin Hand auflegen, wobei Vorahnung ist auch nicht drauf. Könnte auch schon wieder vorbei sein, weil ich so gebrainlagged habe und so lange brauche, um das zu realisieren. Haben wir noch einen Bersi-Buff? Nein, haben wir nicht. Ich habe gerade wirklich versucht, mit dem Kopf irgendwie seitlich reinzuschauen.
Mein Brain will heute nicht. Flag Carrier von Enis, glaube ich, noch nett wieder durch. Hier ist auf jeden Fall ein ziemlicher Zerg gerade in der Mitte. Hier haben wir den Heal-Shami wieder. Ich glaube, wir helfen auf dem Heal-Shami einfach mal. Wir können ihn eigentlich direkt killen. Jetzt können wir gleich den Hunter noch mit in den Tod reißen. Wunderbar. Chargen will ich gerade nicht. Reflex hauen wir rein. Weil wenn er mich hier zusätzlich noch attackiert mit dem, dann war den einfach mal im Flug. Wenn er mich im Flug noch... Oder wenn er mich zusätzlich attackiert, dann reflektiere ich das natürlich zurück. Da ist da nochmal ein Gesu. Das bringt ihm aber auch nichts mehr. Bei denen hat der DK die Flagge. Unser Magier scheint aber... Nee, gerade nicht. Ich dachte gerade, er geht drauf, aber es sieht nicht so aus. Wir haben ja nochmal einen Bersi-Buff. Wo geht der durch gerade? Ist der über unseren Friedhof? Nein, der geht Tunnel raus. Ich schaff's halt nicht. Bersi... Nee, der ist über den Friedhof. Ne, war mein... Ich dachte gerade, der ist Ding mitten draus gegangen einfach. Ohne, dass ihn irgendjemand... Irgendjemand auch nur anvisiert. Schauen wir, dass wir ganz fix zu dem DK kommen. In 5 Sekunden habe ich Burst Ready und zwar kompletten. Ich hoffe nicht, dass der eine übergeben will. Deswegen vieren wir den hier einfach mal. Dann stunnen wir hier. Dann ziehen wir alles. Und dann hoffen wir, dass wir den hier ganz fix down kriegen. Und ich schaffe es, die Flagge anzuklicken. Doch, schaffe ich. Wunderbar. Ich glaube, er ist zornig. Spuckt auf euch. Ne, Blödsinn. Verbeugt sich auf euch. Das ist aber nett. Dankeschön. Dann mache ich mich hier aus dem Staub. Wo ist unser Zerg? Unser Zerg ist da vorne mittendrin. Können wir hier irgendwie... Nein, hier sind halt zwei Heiler von denen gerade in der Mitte. Da will ich irgendwie nicht reingehen. Vor allem, weil bei uns gerade keiner hier ist. Weil unsere Heiler alle hinter der Verteidigung sitzen. Aber wir haben zumindest schon mal zwei Punkte. Schauen wir mal, dass die nicht so schnell die Flagge gerade aufnehmen können. Deswegen ein bisschen slowen hier. Ich habe gerade keine Cooldowns ready. Furorkrieger macht halt nicht wirklich Schaden außerhalb der Cooldowns. Also er ist ja wirklich sehr stark auf den Burst ausgelegt. Und der Burst macht halt immensen Schaden. Also um die 75%, also um 75% HP kriegt man locker weg, wenn der Gegner keinerlei Debuffs hat. Deswegen können wir hier eventuell... wir gehen fast auf den hier. Schauen wir, ob wir den hier ganz fix killen können. Wohnemanner ist tot, den looten wir gleich. Nein, der angst sogar nochmal schneller, als ich looten kann überhaupt. Spirit Link machen wir gleich kaputt. Er chillt ist wieder drauf. Das Tote machen wir auch kaputt. Dann können wir ihn hier nochmal unterbrechen. Nein, er hat mich sogar gefaked. Das ist sehr, sehr schlecht. Dann gehen wir hier lieber mal zurück und schauen wir, dass wir die BDs hier zerstören. Das bringt gerade ein bisschen mehr. Vielleicht können wir den hier killen. Wir können nämlich die hier alle vier. Dann ist der Hunter nämlich auch noch tot. Wunderbar. Und seine Insignie hat er damit auch raus. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Heiler. Ja, wobei, unser Flag ist schon eigentlich so gut wie durch. Wir könnten den in 3 Sekunden zerstören. Wobei, ich glaube, der hier stirbt eher. Ja, da komme ich gerade nicht raus. Ich könnte Insignie usen, aber... Das zahlt sich gerade wirklich nicht aus. Nicht für den Root. Jetzt dann wir ihn nochmal. Und dann können wir ihn nochmal hier zerstören. Wunderbar. Nein. Lass mich... Nein, dieser Freeze. Ich wollte meinen Kampfschrei gerade noch anbringen. Das war gerade traurig, Alter. Ich komme gerade nicht ran. Hat nicht so schlecht gespielt. Auf jeden Fall Spaß gemacht, das Biggie. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video und im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.